Wer diesen YouTube-Kanal regelmäßig oder nicht ganz so regelmäßig verfolgt, dem wird wahrscheinlich aufgefallen sein, dass hier in der letzten Zeit nicht mehr ganz so häufig Videos erscheinen. Was vor allem daran liegt, dass ich seit einem Jahr selbstständig bin. In manchen meiner Videos ist es schon zur Ansprache gekommen und zwar, wie gesagt, ich habe mich vor mittlerweile über einem Jahr mit Henrik zusammen selbstständig gemacht. Wir haben uns hier in Essen-Bredeney ein Büro angemietet und haben uns eben spezialisiert auf die gewerbliche Videoproduktion für mittelständige Unternehmen. Unsere Kunden sind in ganz Deutschland ansässig. Da, nachdem ich mit der Selbstständigkeit gestartet bin, mein Leben zumindest unter der Woche eigentlich nur von der Arbeit ausgefüllt wird, ich von morgens bis abends hier sitze und die Kundenprojekte bearbeite, bleibt einfach nicht viel Zeit für YouTube, so muss man es einfach sagen. Das klingt sehr negativ, aber ich muss sagen, dass ich in diesem Beruf auch meinen absoluten Traum gefunden habe und mir nach einem Jahr Selbstständigkeit auch wirklich nichts anderes vorstellen kann, was vor allem daran liegt, dass man mit so unendlich vielen Menschen in Kontakt kommt, so unendlich coole Einblicke in diverse Bereiche bekommt, viel rumkommt und einfach das machen, worauf man Bock hat. Wir haben mittlerweile uns auch einige coole Kameras geholt, das heißt auch vom Equipment sind wir eigentlich mittlerweile auch schon aus dieser Sparte YouTube-Videos drehen raus. Ich habe zu diesem Zeitpunkt noch die ein oder anderen Videos vorproduziert auf meinem YouTube-Kanal und sicherlich werden in naher Zukunft auch hier und da mal nochmal Videos kommen, aber ich kann momentan definitiv nicht garantieren, dass regelmäßig was kommt und vielleicht auch, dass überhaupt was kommt. Das steht alles noch so ein bisschen in den Sternen und ist halt vor allem auch von unserer Auftragslage abhängig. Interessant ist, ich habe zwischenzeitlich die Zeit genutzt und angefangen, auf TikTok Videos zu produzieren. Wenn du Interesse an kurzen, kompakten Minecraft-Videos hast, dann würde ich dir meinen TikTok-Account ans Herz legen. Schau da gerne mal rein, da kommt zumindest die letzte Zeit regelmäßiger was als hier auf YouTube. Wir beide sind jung und Social Media ist der Way to go und deswegen setzen wir auch darauf. Und wenn du Lust hast, dir mal anzusehen, uns auch täglich bei der Arbeit zu begleiten, dann kann ich dir empfehlen, bei uns bei Instagram vorbeizuschauen. Alternativ habe ich dir jetzt hier oben in der Infocard auch ein Behind-the-Scenes-Video von uns verlinkt. Oder ich würde dir auch empfehlen, mal unsere Website anzusehen. Auch dort findest du schon eine große Anzahl Projekte, die wir in der Vergangenheit für unsere Kunden umgesetzt haben. Was ich auf jeden Fall auch noch auf den Weg geben möchte, dieser YouTube-Kanal und die Möglichkeit, hier Videos in regelmäßigen Abständen hochzuladen, hat mich heute zu dem gemacht, was ich bin. Ich hätte den Henrik zum Beispiel überhaupt nicht kennengelernt, wenn ich damals meinen YouTube-Kanal nicht gegründet hätte. Ich habe so viele Möglichkeiten in meinem Leben bekommen und wie gesagt, den Standpunkt, den ich heute habe, hätte ich ohne diesen Kanal nicht. Deswegen meine Empfehlung vielleicht auch für dich, wenn du noch zögerst, gib Gummi, es lohnt sich. Es braucht viel Zeit, viel Kraft, viel Energie, viel Gegenwind. Aber wenn du dranbleibst und ein Ziel hast, dann ist nichts unmöglich. An dieser Stelle und zum guten Schluss vielen, vielen Dank an alle, die mir regelmäßig zugeschaut haben. Vielen Dank und ich bin mir sicher, wir werden uns in den nächsten Videos noch wiedersehen.